Die SGX-2 Sound Engine ist zuständig für die Piano-Sounds im Nautilus. Dank der Virtual Memory Technology von Korg können Gigabyte große Samples von der internen SSD geladen werden in Echtzeit. Das Ganze ermöglicht Sounds ohne Loop, also Klänge, die bis zum Ende gesampelt wurden, und das in 12 verschiedenen Dynamic-Velocity-Stufen. Ab Werk sind 4 verschiedene Grand Pianos Flügel im Nautilus vorhanden. Unter anderem aber auch ein Ambient Sound, das heißt der aufgenommene Raumton eines Flügels. Gute Flügelsounds sind so ein bisschen die Brot- und Butter-Kategorie einer Workstation, aber genau hier kann der Nautilus unglaublich glänzen. Aber darüber hinaus gibt es eben auch etwas andere Piano-Sounds, wie zum Beispiel normale Upright-Pianos, die einen wunderschönen Charakter haben, und sogar Prepared-Pianos, also Flügel, die mit irgendwelchen Tools bearbeitet wurden, Schrauben, Papier, Gummi, kann ich euch mal zeigen. Zum einen habe ich in der SGX-2 die Möglichkeit, über das Display verschiedene Parameter zu beeinflussen, wie zum Beispiel die Öffnung des Deckels vom Flügel. Was einen großen Klangunterschied ausmacht. Zum anderen kann ich eben auch zum Beispiel auf den Ambient Sound von dem Nautilus Grand zugreifen. Da hier der Raumton von dem Flügel mit aufgenommen wurde. Das ist also kein Effekt, sondern das ist tatsächlich der echte Sample aus dem Raum.